In dem Video erkläre ich kurz, wie man eine Geodatenbank erstellt. Das ist bei der Aufgabe 2 relevant, weil ihr eure Landnutzung in einer Geodatenbank abwickeln müsst. Das sind die Grundlagendaten, die ihr bekommen habt, das Hintergrund, Ortofoto und das Arbeitsgebiet. Eine Geodatenbank kann man grundsätzlich über den ArcCatalog anlegen. Wenn man es schnell machen mag, geht das direkt auf dem ArcMap auch aus, mit dieser Seitenleiste. Ich zeige es euch aber trotzdem jetzt im Programm selbst, im ArcCatalog. Also, als erstes navigiert man mal an den Ort, wo man die Geodatenbank speichern mag. Und dann macht man einfach entweder da im weißen Bereich, ich kann da zum Beispiel da direkt auf den Ordner klicken, also entweder in den Ordner, wo ich es rein mag, mache ich Rechtsklick, oder im weißen, wenn ich schon im Ordner bin, mache ich Rechtsklick, sage New, und da finden wir eben die File GeoDatabase. Und so kann man die ganz einfach anlegen. Ich gebe jetzt auch irgendeinen Namen ein, Testdatenbank. Und so haben wir die eigentlich ja schon angelegt. Und die müssen wir jetzt natürlich nur mit unseren Files füllen, mit unseren Feature-Files, die wir halt dann bezeichnen wollen, in die wir reinzeichnen wollen. Und dafür brauchen wir aber nur einen Zwischenschritt, also noch was innerhalb dieser Geodatenbank. Machen wir Rechtsklick und sagen Neu. Und noch nicht Feature-Class, sondern zuerst brauchen wir ein Feature-Dataset. Und das nenne ich jetzt einfach mal Digitalisierung. Wie auch immer ihr das nennen wollt, könnt ihr auch euren Projektgebiet benennen. Dann gehen wir einen Schritt weiter und da ist jetzt ein wichtiger Schritt, nämlich das Koordinatensystem. Ihr wisst es eh, das ist immer lebenswichtig in GIS. Der Vorteil eben einer Geodatenbank ist, dass alle meine Daten innerhalb dieses Feature Datasets, das ich gerade mache, dass die dann alle automatisch das entsprechende Koordinatensystem haben. Und das kann ich da jetzt einstellen und das kann ich mir entweder raussuchen da in der Liste, ich kann was eingeben zum Suchen, oder was auch ganz praktisch ist, und das mache ich jetzt, man kann es auch übernehmen von anderen Daten, indem man da auf Import geht. Und ich sage jetzt einfach mal Arbeitsgebiet. Wir wollen einfach das gleiche Koordinatensystem übernehmen, wie das Arbeitsgebiet hat. Ja. Hat das erkannt mit MGI Austria Gastgeber East. Passt. Vertikal interessiert uns nicht. Wurscht. Und das lassen wir einfach alles, wie es ist. Jetzt haben wir da innerhalb unserer Geodatenbank unser Feature Dataset. Da gehen wir jetzt auch noch rein. Und darin legen wir jetzt unsere Shapefiles sozusagen an, unsere Features. Geht auch wieder mit Rechtsklick da ins Weiße. Wieder mit New. Und da haben wir jetzt wieder Feature Class. Und ihr braucht eben da drei Sachen. Einerseits die Landbedeckung. Und also wichtig ist, dass ihr einen Namen vergebt, logischerweise. Und immer darauf achten, was ihr da einstellt, welcher Typ von Feature es ist. In dem Fall eine Polygon Feature passt genau, weil wir wollen eh Polygone haben mit der Landbedeckung. Jetzt haben wir weiter. Das lassen wir mal weiter. Da haben wir jetzt gleich die Möglichkeit, für eure Kategorien die Spalten zu erstellen. Ich mache das jetzt einfach mal mit Kategorie. Je nach Gruppe wird ja das unterschiedlich gemacht, ob ihr da Text gleich hineingebt in der Attributtabelle oder nur Nummern. Das ist wichtig, dass ihr euch das überlegt, was ihr vorgehen wollt, weil jetzt in dem Arbeitsschritt muss man einstellen, ist es ein Textfeld oder eine Nummer. Ich arbeite gerne mit Nummern, deswegen sage ich Short Integer, also eine kurze Ganzzahl. Somit bekomme ich dann eine Spalte, wo ich kurze Ganzzahlen reinschreiben kann. Und das war's auch schon. Finish. Jetzt habe ich schon mein Feature Landbedeckung. Jetzt machen wir gleich nur die Straßen, die ihr braucht. Also Name. Straßen. Da jetzt aufpassen, ist nicht Polygon, sondern Straßen sind klarerweise Linienfeatures. Wir sagen wieder weiter und wieder weiter und da machen wir das gleiche. Kategorie, weil ihr müsst ja zwischen Haupt- und Nebenstraßen oder so unterscheiden. Wie gesagt, ich mache wieder Integer, weil ich gerne so arbeite. Finish. Und wir brauchen auch noch die Einzelbäume. Bäume. Und da stellen wir eben auf Punkt Features. Sagen weiter. Da müssen wir jetzt nicht
reinschreiben, weil wir brauchen keine kategorische Unterscheidung von verschiedenen Bäumen. Für uns ist einfach Baum ein Baum. Also das reicht. Genau. Jetzt haben wir da unsere drei Features. Das sieht man dann da auch. Gut, und schauen wir ins ArcMap. Da können wir jetzt die hinzufügen. Ignoriert mir, was das sind die anderen Dateien, also die können wir ignorieren. Das heißt, wir sagen add data wie gewohnt, gehen in unsere Testdatenbank rein, gehen in unser Feature Dataset rein und da haben wir jetzt unsere erstellten Features, die können wir markieren und hinzufügen. Jetzt sind die da, natürlich jetzt komisch sortiert bei mir. Und natürlich ändert sich jetzt im Bild nichts, weil die Features ja noch leer sind, die müssen wir noch befüllen. Das heißt, jetzt kurz im Groben gesagt, um jetzt die zu bearbeiten, geht es in den Editiermodus. Das erkläre ich in dem Video jetzt nicht im Detail. Also draufklicken, Rechtsklick, Edit Features, Start Editing. Ja, dann sind wir quasi im Editor-Modus. Speichern nie vergessen, Stop Editing. Gut, an der Stelle sei jetzt auch noch gesagt, falls das irgendwie nicht funktioniert mit dem Editiermodus, also wenn da irgendwelche Sachen komisch sind, also dass das grau ist, ist normal, ihr müsst immer zuerst starten und dann könnt ihr es editieren. Falls irgendwie eine Verknüpfung nicht stimmt oder so, oder keine Ahnung, wenn man am Start Editing geht, kommt immer dieses Fenster, da wählt ihr dann am besten das aus, das ihr editieren wollt quasi. In meinem Fall ist das jetzt sehr verwirrend, deswegen gehe ich gern in der Liste links auf Rechtsklick, Edit Features, Start Editing. Auf jeden Fall, falls irgendwas durcheinander geworfen ist und das nicht funktioniert, würde ich empfehlen, zuerst einmal einfach ein neues MXD zu machen, also einfach eine neue Karte. Die Daten sind jetzt eh nicht großartig formatiert, also das wäre mal ein Problemlösungsvorschlag, einfach eine neue Map machen und die Daten neu reinladen, schauen vorher, dass die Daten eh alle richtig liegen und dann schauen, ob es geht, und wenn es dann nicht geht, dann muss man es individuell anschauen. Aber im Wesentlichen geht das so mit der Geodatenbank.